Hallo meine Lieben! Letztes Mal, als ich euch ein Unboxing gezeigt habe, seid ihr total begeistert gewesen. Ich habe mich voll drüber gefreut und ich liebe Überraschungen und deswegen habe ich heute die Brigitte-Box für euch. Die werde ich jetzt mal wieder mit euch auspacken und ich bin voll gespannt, was drin ist. Ich habe noch nicht reingeguckt und ich denke, wir legen mal am besten direkt los. Also, ich mache die jetzt mal auf. Und die ist auch schon wieder schön verpackt mit Papier und einem Schleifchen. Und die Überraschung. Ich liebe sowas. Ich liebe so Momente einfach. Okay, fangen wir mal an. Also, Paula's Choice Skincare Wrinkle Repair Retinol Serum. Okay. Finde ich schon mal ein cooles Produkt. Und zwar ist das so ein Fältchen-Serum. Die Marke kenne ich jetzt an sich nicht, aber da ist ja auch immer so ein Zettel mit zwei, wo alles draufsteht und auch wie viel die Originalprodukte alle gekostet haben. Ja, sieht aber auf jeden Fall sehr hochwertig aus und das werde ich sehr, sehr gerne mal testen. Dann ist hier noch von Tree of Tea ein Holy Detox Tee drin. Das hier ist Kräutertee mit Ingwer und Pomegranate. Was ist jetzt wieder Pomegranate? Ich glaube Granatapfel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, weil ich trinke super gerne Tee. Dann ist hier noch ein Make-up drin von Astor und zwar Skin Match Protection. An sich eine schöne Sache, aber ich glaube, man sieht jetzt schon, dass es für mich viel zu dunkel sein wird. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich irgendjemandem verschenken oder in irgendeine Verlosung mit reinpacken. Das ist nämlich die Farbe 102 Golden Beige oder Beige. Und ja, an sich schöne Sache, aber das ist immer so eine Schwierigkeit, denke ich, bei so Boxen, weil man halt nie weiß, welchen Hautton die Person hat. Dann ist hier noch eine Anti-Aging-Augencreme drin von Sebamed. Sebamed mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Die Augencreme habe ich noch nicht ausprobiert, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf und die werde ich testen. Boah, dann ist hier noch ein riesen Pot drin. Hier ist voll viel drin in der Box, Leute, ne? Richtig viel. von Aldo Vandini ein Massagesalz. Okay. Also wahrscheinlich so für unter der Dusche mit Rosmarin und Meersalz. Riecht man das? Ich mache jetzt mal auf. Ich mache es eh auf. Okay. Weiß ich nicht, ob das so mein Geruch ist. Also es riecht schon ein bisschen nach Rosmarin. Aber vielleicht riecht es unter der Dusche nochmal anders. Also jetzt auf den ersten Geruchsblick würde ich mal sagen, ist nicht unbedingt meins, aber ich mag eigentlich so Peelings und Massages halt sehr gerne. Also ich werde es auf jeden Fall testen, mal gucken, wie sich der Geruch unter dem Wasser dann entwickelt. Und dann habe ich hier noch eine Maske. Die ist mal groß. Das ist eine Papiermaske. Biozellulose Mask Moisturizing. Das heißt, die spendet Feuchtigkeit und ich mag Papiermasken, weil die muss man nicht mehr so vom Gesicht runter witzeln, sondern die machen wir einfach so und dann ist sie wieder ab. Also das ist sehr cool. Freue ich mich drüber. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann ist hier noch, oh mein Gott, Leute, ernsthaft? Ich freue mich voll gerade. Baptiste Trockenshampoo. Ich habe nun mal immer das für braunes Haar. Das hier ist das Originale und ich benutze das sehr oft, sehr gern und ich liebe es. Das heißt, ich freue mich gerade ultra, dass das hier drin ist. Ich habe mir zwar in meinem riesen DM-Haul, verlinke ich euch auch gerne hier unten nochmal in der Infobox, einen kleinen Vorrat davon angelegt. Aber ja, es wird im Endeffekt eh leer und ich benutze es sehr, sehr gerne. Dann ist hier noch eine Creme drin von Dove, Dermaspa Intensiv Verwöhnend. Ich freue mich drüber, aber ich muss sagen, dass die schon in der Pinkbox drin war. Aber da habe ich sie natürlich schon benutzt. Das heißt, ich kann euch darüber schon so eine kleine Review geben. Und da war ich sehr zufrieden damit. Ich habe mich eingecremt und danach war sie nicht direkt wieder trocken, sondern es hat sich sehr angenehm angefühlt. Und meine Haut war, ja, ich würde jetzt mal sagen, mit Feuchtigkeit versorgt und schön weich. Deswegen freue ich mich auch darüber, weil das Produkt geht natürlich auch irgendwann leer. Und dann habe ich schon mal einen im Vorrat. Dann ist hier noch, ein Parfum drin. Berlin in a Bottle. Okay. Ist das jetzt wie Kölschwasser nur in Berlin? Man weiß es nicht. Oh, das ist ja süß. So ein kleines Mini-Parfum. Also passt auf jeden Fall in jede Handtasche, egal wie klein die Handtasche ist. Und zwar nennt sich das Frau Tonnes Parfum Berlin 18. Ich muss auf der Haut testen. Immer schön einklopfen, nicht reiben. Da muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt noch auf der Haut, weil auf der Haut entwickelt sich ja ein Duft immer noch. Also so auf den ersten Geruch würde ich es eher verschenken.
Aber ich finde so kleine Fläschchen halt immer voll süß. Aber ich gucke jetzt mal, wie sich es auf der Haut so entwickelt und dann we'll see. Leute, ich grinse schon wieder, ne? Ich weiß, was ich heute Abend beim Fernsehen gucken esse. Gebratene Mandeln! Ey! Und zwar sind die von Seeberger. Und ich weiß, Seeberger gibt es beim DM und das ist schweineteuer. Also verhältnismäßig zumindest. Ich finde es immer schweineteuer und ich kaufe mir davon eigentlich nie was, weil es mir zu teuer ist und ich das irgendwie nicht einsehe. Deswegen freue ich mich gerade umso mehr, dass hier gebrannte Mandeln drin sind. Ich liebe gebrannte Mandeln und ich finde es schade, dass es die oft im Sommer und so nicht gibt, weil ich könnte die das ganze Jahr über essen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr drüber. Die sind wahrscheinlich heute Abend dann schon weggegessen. Ja, sowas ist bei mir sehr, sehr schnell weg. Dann ist hier eine Haare in Bestform, eine CD, Brigitte, die Video Haarstyling Schule. Okay, klingt sehr interessant. Also ich habe mit allem in dieser Box gerechnet, aber nicht mit einer CD. Wie gesagt, ich liebe Überraschungen. Okay, cool. Da sind auf jeden Fall Haarstyling-Tipps drin und Frisurentipps, so wie ich das hier hinten erkenne. Und da werde ich auf jeden Fall mal drauf schauen. Finde ich cool. Vielleicht mache ich da mal das ein oder andere Tutorial mit. Ja, sehr, sehr cool. Bin gespannt, was drauf ist. ein Buch. Okay. Im Herzen des Sturms. Ich lese euch mal die Rückseite vor. Liebe, Intrigen, Verrat. Und ein Geheimnis, das wie ein Sturm alles auffüllt. 1931. Lily Dane begleitet ihre beste Freundin Butchie Byrne. Also das wird ganz komisch geschrieben. B-Y-R-N-E. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Byrne. Zu einem Footballspiel, bei dem sich die junge Highschool Society trifft. Okay. Dabei lernt Lily den gut aussehenden Nick Greenwald kennen, in den sie sich sofort verliebt. Er erwidert ihre Gefühle und gegen den Willen ihrer Familien treffen sie sich heimlich. Das ist, glaube ich, so ein Schnulzenroman. Rhode Island, 1938. Wie jedes Jahr verbringt Lily den Sommer im Strandhaus ihrer Familie im Örtchen Seaview. Doch ein Sturm kündigt sich an, denn auch Budgie wird nach Jahren dorthin zurückkehren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick Greenwald. Okay. Ja, klingt sehr schnulzig und das ist auf jeden Fall was für meine Mama. Ich glaube, ich werde es meiner Mama abtreten, weil durch die Uni habe ich gerade sehr, sehr wenig Zeit zum Lesen und ich muss auch gestehen, ich bin nicht so die Leseratte. Aber meine Mama wird sich darüber übelst mega freuen, weil zur Entspannung liest sie immer solche Schnulzromane. Wo man halt einfach nicht so viel nachdenken muss, sondern einfach lesen kann und sich in die Story reinfindet und so. Und ja, ich glaube, dafür ist es perfekt. Mama, du guckst immer meine Videos, das weiß ich. Mama, du kriegst dieses Buch hier, erinnere mich dran. Das hat ja übrigens auch 10 Euro gekostet. Also in der Box ist einiges drin. Und das war noch nicht alles, also es kommt noch mehr. Zum Beispiel der Intuition-Rasierer von Wilkinson. Der war auch schon bei mir in der Pinkbox drin. Aber über den freue ich mich auch, weil ich fand den ziemlich gut, weil das ist so praktisch, wisst ihr? Ich habe nie Bock zum Rasieren. Ich glaube, wer hat Bock zum Rasieren? Also zumindest Beine, das dauert ewig und man muss es irgendwie trotzdem machen. Aber Bock hat man keinen, sind wir mal ehrlich. Und hier braucht man einfach keinen Rasierschaum mehr. Das heißt, unter der Dusche oder in der Badewanne oder wo auch immer eure Beine nass sind, könnt ihr einfach mit dem Rasierer so schön über die Beine drüber gehen und danach sind sie glatt und ihr schneidet euch nicht, zumindest ich habe mich nicht geschnitten. Ich habe den nämlich in der Pinkbox schon drin gehabt und habe den deshalb schon ausprobiert und die Klingen sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten, deswegen freue ich mich hier drüber, weil ich jetzt quasi eine zweite Klinge habe. Dann ist noch drin, wie könnte es anders sein, in der Brigitte Box eine Brigitte. Da freue ich mich auch drüber, weil ich kaufe mir ehrlich gesagt nicht so oft Zeitschriften. Aber zwischendurch schmökere ich immer mal wieder durch und ich mag Zeitschriften einfach, so mal zum Durchblättern und das ist ganz schön immer im Zug oder so, wenn ich zur Uni fahre. Da habe ich wieder was zum Durchblättern und zum Lesen. Und dann sind hier noch so verschiedene Zettelchen drin. Also es sind teilweise Sachen hier, glaube ich, zu den Produkten und ich glaube auch Gutscheine oder Taschen- und Kaufhausgutschein. 10 Euro. Okay.
aber mit Mindestbestellwert, muss man dazu sagen. Fairerweise. Lampenwelt und West Wing. Das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, mein Favorit ist gerade wirklich das hier, weil das werde ich jetzt direkt snacken. Und sonst fand ich die Produkte eigentlich ganz cool. Das Einzige, was ich jetzt nicht so cool fand, war das Puffer. Und sonst, ich werde hier nochmal gucken. Ich glaube, sonst fand ich eigentlich alles gut. Ah ja, und das Make-up, damit kann ich halt echt nichts anfangen, weil es die falsche Farbe ist. Die zwei Sachen fand ich nicht so cool, aber sonst alles andere fand ich richtig cool. Und dafür, dass da jetzt so viel drin ist, finde ich schon wieder günstig, ne? Also die Box, ich erkläre euch nochmal was über die Box, ne? Die Box kostet 39,95 und man kann die halt abonnieren und dann kommt die alle 3 Monate. Das heißt, die kommt einmal, dann wartet ihr 3 Monate, dann kommt sie nochmal. Und jede Box kostet halt 39,95. Aber es sind in jeder Box Sachen im Wert von mindestens 100 Euro drin. Und wie ich auch schon bei der Pinkbox gesagt habe, wenn man nicht ein ganz bestimmtes Produkt will, sondern sich einfach mal so ein bisschen durchtesten möchte oder offen für Neues ist, dann sind so Boxen richtig cool. Und ich kann diese jetzt empfehlen. Wie gesagt, also wie viele Produkte waren da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. 14 Produkte, davon fand ich 2 nicht so cool. Und mit dem Rest kann ich absolut was anfangen. Also das ist eigentlich eine Top-Quote. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich verlinke euch hier unten auch noch das Video zur Pinkbox, wo ich die euch vorstelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!